Wenn ihr wissen wollt, was ich im Mai noch so für Bücher gelesen habe, dann bleibt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Und herzlich willkommen zum dritten Teil des Buchlesemonats. Ich habe dann doch noch so einige Schätzchen für euch parat. Ich weiß nicht, ob es noch einen vierten Teil geben wird. Mal gucken, wie lange ich jetzt hier über die Bücher blubbern werde. Ja, ohne lang drum herum zu reden, fange ich an mit meinem ersten Bianca Iosivoni, Falling Fast. Ja, es erschienen im Lux Verlag, wurde mir auch vom Verlag kostenfrei zu Rezensionszwecken zur Verfügung gestellt. Und ich finde die Cover dieses Jahr im Verlag wahnsinnig schön, wobei bei Drömer Knauer, das sind die Cover jetzt teilweise auch schon so, und die Kiss Bücher, die jetzt dann noch so erscheinen werden, die haben auch so diese Farbverläufe. Also ich liebe, liebe, liebe diese Cover. Ob einem jetzt das Gold gefällt, darüber lässt sich streiten. Und vom zweiten Band, das wird eine Dilogie, mag ich das Cover sogar noch lieber, weil es halt blau ist und nicht rosa, lila. Aber gut, so viel zum Thema Optik. Ja, es ist eine Dilogie und ich wollte schon lange was von Bianca Iosivoni lesen. Die schreibt ja Fantasy-Bücher und Liebesgeschichten, und ja, auf das war ich sehr neugierig, weil diese First-Reihe, also der letzte erste Blick, der letzte erste Kuss und so weiter und so fort, sind ja vier Teile, die sind ja alle schon raus. Und ja, ich wollte jetzt erstmal so mit der Dilogie beginnen, vor allem weil der Klappentext mich auch sehr angesprochen hat. Und ja, worum geht es denn überhaupt? Also es geht um Hayley, die ist auch so unsere Hauptprotagonistin. Und die macht so eine Art Roadtrip, die macht so eine Reise durch den Sommer. Ja, ich habe das auch am Anfang gar nicht so richtig verstanden, dass es ein Roadtrip sein soll. Sonst hätte ich vielleicht nicht gleich zu dem Buch gegriffen, weil ich Roadtrip-Geschichten nicht so unbedingt gerne mag. Aber ja, und dann landet sie eben in so einer kleinen Stadt und ist da so auf der Spurensuche ihres besten Freundes. Und man muss dazu sagen, ihr allerbester Freund, den kennt sie nur vom Internet her, weil die ein Hobby hatten, das sie geteilt haben, und zwar eben das Schreiben. Und die haben sich immer gegenseitig ihre Geschichten gelesen und ja, haben sich da sehr, sehr gut angefreundet. Und Jasper ist eben ums Leben gekommen und er war sehr krank, er war schon immer sehr kränklich und ist dann eben an seiner Krankheit gestorben. Welche ganzen Zusammenhänge das hatte, das lest ihr bitte selber. Ich will euch ja nicht alles vorwegnehmen. Und sie wusste aber da gar nichts davon. Sie wusste zwar, ja, dass Jasper eben ihr bester Freund ist, und sie haben sich noch nie in live eben getroffen. Und plötzlich ist er einfach nicht mehr da und sie trauert eben. Und jetzt landet sie eben in dieser Stadt. Und sie hat ihm auch ein Versprechen gegeben, das sie gerne einlösen möchte, und außerdem möchte sie ihn besser kennenlernen und eben auch die Leute, die ihn kannten, und sein Leben möchte sie durchleuchten, so ein bisschen, ne? Und dabei lernt sie Chase kennen, und Chase, der lebt eben in dieser Stadt, der hat auch so sein Päckchen zu tragen, so mit seiner Familie und mit seinem Bruder, und weil er eben auch in die Fußstapfen der Eltern treten soll, die ein sehr erfolgreiches Architektur-Bauunternehmen haben, und ja, alles so ein bisschen schwierig, und er muss dann auch noch Geheimnisse von seinem Bruder wahren. Ja, auch das lest ihr selber. Und die beiden lernen sich kennen, indem Hayley ihn eben anspricht, was total untypisch für sie ist. Und ja, begegnen sich halt in dieser kleinen Stadt dann auch entsprechend immer wieder. Zu Hayley muss man eben wissen, dass sie normalerweise ein sehr, sehr schüchternes Mädchen ist und sehr viel Angst vor sehr vielen Dingen hat. Und die Dinge, die sie in dem Buch tut, die passen einfach eigentlich gar nicht zu ihr. Und man merkt schon die ganze Zeit, dass Hayley irgendetwas belastet oder dass mit Hayley irgendwas los ist, und man weiß aber nicht so recht was. Es ist auch am Anfang des Buches eine Triggerwarnung, und trotz Triggerwarnung habe ich mit einer ganz anderen Sache gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Also ich wurde sehr überrascht. Man erfährt, was mit ihr los ist, auch erst so am Ende des Buches. Und das Buch endet auch mit einem
richtig heftigen Cliffhanger. Deswegen, also ich kann es eigentlich kaum erwarten, weiter zu lesen. Ich denke, ich werde mir das auch vorbestellen, vielleicht sogar. Das erscheint am 29. Juli. Also wir wissen jetzt nur noch, ja, also während ich das Video hier drehe, haben wir den 6. Juni. Also noch knapp 2 Monate müssen wir warten. Und das wird eine echt lange Wartezeit, weil ich möchte wirklich direkt weiterlesen. Und ja, und mich hat das halt die ganze Zeit so gewundert, weil es passte einfach nicht zu Hayley und diese ganzen Mutproben, die sie auch macht und diese ganzen Dinge, die sie tut, schon der Roadtrip an sich, passt einfach nicht zu ihr. Und ich habe mir nur gedacht, was soll denn mit ihr los sein, dass sie diese ganzen Mutproben so macht, weil man wächst nicht eben mal so dermaßen über sich hinaus, ne? War alles so ein bisschen dubios. Die Geschichte zwischen Chase und Hayley, die fand ich wahnsinnig schön. Das war eine richtig schöne Liebesgeschichte, richtig toll. Und ja, von der Geschichte her an sich erinnert es auch so ein bisschen an Laura Kneidel. Diese Berühre mich nicht, verliere mich nicht oder wie heißt es? Doch, Berühre mich nicht, verliere mich nicht. Delogie. Aber ich mochte den Schreibstil von Bianca Iosivoni wahnsinnig gern. Ich mochte die Charakter auch sehr gern. Ich mochte die Charakterentwicklung sehr gern. Und ich mochte auch das Umfeld sehr. Und ich hätte auch Jasper gern kennengelernt. Das klingt jetzt ein bisschen dubios, weil es ja eine fiktive Geschichte ist. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich fand es schade, dass der eben nicht mehr am Leben war. Also es spielt sehr, sehr viel in diese Geschichte ein. Also wir haben nicht nur diese Liebesgeschichte. Und ja, war einfach alles sehr, sehr schön mit anzusehen, auch diese Entwicklung und wie die beiden eben den Sommer so verbringen. Eigentlich wollte sie ja gleich weiterreisen, ihr Auto ist aber leider defekt und ja, muss eben auf die Reparatur warten. Und deswegen ist sie da gezwungen, etwas länger in dieser Kleinstadt zu verweilen, was eben dazu führt, dass sie eben auch Chase besser kennenlernt. Ja. Habt ihr schon was von Bianca Iosivoni, ich finde den Namen so schwer zum Aussprechen, gerade wenn man schnell spricht, gelesen? Das würde mich wirklich mal interessieren. Ich habe jetzt diesen ersten Band, also der erste Blick, glaube ich, ist der erste. Den habe ich auf jeden Fall da, den werde ich auch zeitnah beginnen, weil mir das eben so gefällt. Ich weiß, dass auch ihre Fantasy-Bücher, also auch Sturmtochter heißt es, glaube ich, großen Anklang finden. Ich bin jetzt nicht so der größte Fantasy-Leser, deswegen, ja. Aber dieses Buch liebe ich wirklich sehr und ich habe dem Ganzen, ich wollte dem Ganzen tatsächlich erst 4 Sterne geben, weil mir Hayley sehr unlogisch vorkam und habe dem Ganzen aber dann schlussendlich dann trotzdem 5 Sterne gegeben. Mir hat es super gut gefallen. Ich habe da nichts mehr auszusetzen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass im zweiten Teil dieser Cliffhanger ganz schnell aufgelöst wird. Ja, und dann flacht die Geschichte so ab, weil die Gefahr hat man ja immer. Die habe ich auch jetzt erst kürzlich in einem Buch gehabt vom Lux Verlag, zeige ich euch aber gleich noch. Ja, auf jeden Fall ein tolles Highlight in diesem Video. Dann habe ich als nächstes habe ich gelesen von Adele Parks, Lass sie nicht in dein Haus. Ist ein Roman, ist im Haber Collins Verlag erschienen, ist auch ein Rezensionsexemplar gewesen. Und das ist eigentlich so eine Geschichte, wie ich sie sehr gerne mag. Und zwar geht es um Melanie und um Ben. Und die beiden haben 3 Kinder, glaube ich. 3 Kinder waren es. Also 2 Mädels. Und dann haben sie noch einen Sohn im Teenageralter, der jetzt 17 ist. 17 ist kurz vor dem 18. Geburtstag. 17 ist er. Und der ist der Stiefsohn von Ben, eben von ihrem Ehemann, weil, ja, sie ist eben während ihres, also auf dem College eben schwanger geworden und ist sehr jung Mutter geworden. Und ja, dementsprechend haben sich eben auch alle Freundschaften verflüchtigt, auch die Freundschaft zu Abby. Und Abby, mit der war sie eben sehr gut befreundet, eben auf dem College. Und die ist eben jetzt reich und berühmt und was weiß ich nicht alles. Und hat auch so einen reichen Kerl geheiratet, den sie allerdings beim Fremdgehen erwischt hat. Und sie hat sich scheiden lassen. Und ja, nach so vielen Jahren, nach über 16 Jahren,
meldet sie sich eben bei Mel und sagt, hey, ich weiß nicht weiter, ich lasse mich scheiden, alles ist blöd. Und Mel sagt, hey, Abby, du warst damals so nett zu mir und wir waren so toll befreundet, komm doch einfach zu mir. Wohn ein paar Tage da, wir schauen, was wir machen und ja. Man kann sich natürlich denken, dass das alles ein bisschen seltsam ist und dass sich Abby wohl so ein bisschen in dieses Haus da einschleicht, in diese Familie einschleicht. Man merkt auch, dass sie neidisch ist und auf Mels Erfolg eben, weil sie hat einen Bilderbuch-Ehemann. Also wirklich, Ben ist so toll. Also der ist so ein wie ein Stein gemeißelt, steht er da mit beiden Beinen fest in der Familie drin und sie vertraut ihm auch unglaublich und er ist eigentlich auch eher so derjenige, der sagt, ich habe eigentlich nicht so gern Gäste über Nacht und wie lang soll ich denn Abby dann noch hier einquartieren, ich mag das eigentlich nicht so. Und ja, und Mel ist eigentlich so eher so der Charakter in dem Buch, der nervt. Muss ich ganz ehrlich sagen, mich hat Mel so genervt, weil sie war für mich einfach irgendwie so dumm. Anders kann ich es gar nicht sagen, weil sie hörte, Abby kommt und hat sich gleich total überschlagen, das Haus geputzt und ist total eskaliert und die hat sogar den Flur gestrichen und das Gästezimmer hergerichtet und was weiß ich alles und vernachlässigt dann auch irgendwie ihre Mutterpflichten. Dann war sie so, dass sie eigentlich keinen Alkohol getrunken hat und auch immer für die Familie da war und jetzt betritt Abby das Haus und alles ist... Sie macht keinen Haushalt mehr oder nur noch das Nötigste und trinkt auch jeden Tag schon Wein. Und Abby hat dann auch noch so die blöde Angewohnheit, dauernd im Haus zu rauchen oder so zu rauchen, dass der Rauch dann immer ins Haus zieht, was Ben dann auch super sauer aufstößt, verständlicherweise. Ich bin auch nicht Raucher, ich möchte auch nicht, dass bei uns im Haus geraucht wird. Und es muss halt auch einfach mal akzeptiert werden. Und Mel sieht das alles irgendwie gar nicht. Sie ist so blond und blauäugig und blöd irgendwie. Und himmelt Abby total an. Also sie liest ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Und ja, man merkt schon, dass es irgendwie alles so dubios. Und sie sagt, begründet es immer damit, dass sie sagt, dass Abby damals die Einzige war, die, als sie schwanger eben wurde, die nett zu ihr war. Aber im Endeffekt haben sie sich ja trotzdem über 16 Jahre nicht gesehen. Also das war dann alles so ein bisschen unlogisch für mich. Und ja, das Buch an sich hat sich ein bisschen gezogen. Man muss aber sagen, wir haben hier einen Roman. Es steht auch Roman drauf. Ich habe mir nach dem Klappentext so ein bisschen mehr so Psycho-Thrill erwartet. Den gab es auch, aber nicht in der Form, wie ich ihn gerne gewollt hätte. Also genau, also... Aber das ist dann eher so mein Problem, weil halt Roman draufsteht. Das Buch an sich ist in mehrere Teile geschrieben. Also wir lesen immer so im Wechsel auf jeden Fall zwischen Abby und Melanie, so von den Kapiteln her. Und ab und zu haben wir auch mal ein Kapitel aus der Sicht von Ben. Das fand ich auch super interessant. Und ja, das Buch hat sich schon relativ schnell durchlesen können lassen. Ja, es gibt mal einen Plot-Twist so im letzten Drittel, wo ich mir gedacht habe, Lego mio, jetzt geht's aber los, was mir richtig gut gefallen hat, aber es war dann auch sehr, ab dem Zeitpunkt dann auch sehr vorhersehbar, was denn jetzt da los ist, so ab der Hälfte war es eigentlich schon vorhersehbar, fand ich jetzt aber auch alles nicht so schlimm, weil, wie gesagt, wir lesen einen Roman und keinen Psychothriller und deswegen war das alles ganz okay. Ich habe dem Buch 3 Sterne gegeben, weil, ja... Ich denke, vielleicht hätten 100 Seiten weniger gut getan und ich fand Melanie einfach zu doof. Die war mir einfach echt, die war so blauäugig blöd einfach, so richtig, ich weiß nicht. Die hat mir einfach vom Charakter her überhaupt nicht gefallen. Und ja, da war Ben noch, aber der Ben hat eigentlich nicht so die Hauptrolle gespielt. Er war halt, ist halt mit Melanie verheiratet und er hat sich toll verhalten. Er war ein richtig toller Mann und ja, verstehe ich auch, dass man auf den neidisch sein kann, weil er auch super zu ihr gehalten hat. Er der arbeitet viel und hat sich trotzdem noch um die Mädels gekümmert und hat teilweise noch Haushalt gemacht und unterstützt Melanie total und ist voll auf ihrer Seite, obwohl sie ja eigentlich trotzdem viel Mist gebaut hat, so nach und nach. Und war auch schon fast ein bisschen zu doof, wenn ich jetzt wieder so drüber nachdenke, aber okay. Also alles in allem ein gutes 3-Sterne-Buch, aber jetzt nichts, wo ich sagen müsste, das war ein absolutes Highlight für mich.
Habt ihr schon mal was von Edel Parks gelesen? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das mal in den Kommentaren. Ich lese auf jeden Fall solche Geschichten sehr, sehr, sehr gerne. Als nächstes habe ich noch ein Rezensionsexemplar für euch. Und zwar Jeden Tag ein Wort von dir. Ist auch im HarperCollins Verlag erschienen von Cheyenne Yang. Und ich habe da auf der Buchmesse ist mir schon die Leseprobe, die habe ich da irgendwo liegen sehen und habe die mir schon mitgenommen und fand das... Ja, den Titel und das Cover einfach alles total ansprechend und eben auch den Klappentext. Es ist mehr so, so eine Jugendgeschichte und hier geht es um Sascha und um, wie hieß sie denn, Rocky. Und ja, Rocky und Sascha waren allerbeste Freundinnen. Sascha kommt eher so aus so einem ärmlichen, liebevollen Zuhause. Rocky eher so aus, da haben die Eltern richtig viel Geld. Der Vater ist Richter und so. Spielt aber eigentlich gar nicht so viel Rolle, so eine große Rolle. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich so drauf eingehe. Kommen auf jeden Fall aus unterschiedlichen Schichten. Sind aber trotzdem mega gut befreundet, schon immer. Und die Eltern, die kennen sich auch alle gegenseitig. Und Sascha stirbt eines Tages an Krebs und sie leidet schon sehr, sehr lange an dieser Krankheit, aber sie geht total lustig mit dieser Krankheit um. So. Sie hat Humor für sich selber und ja, sie nimmt sich selber auch nicht zu ernst und sie hat auch ihre Beerdigung genau vorbereitet und weiß auch, wie sie sich das alles wünscht. Und sie hat einen sehr langen Leidensweg hinter sich und irgendwann ist es halt leider Gottes dann mal vorbei. Und Rocky, also sie hinterlässt natürlich ein totales Loch, also bei den Eltern, bei Freunden und vor allem eben bei Rocky, weil sie eben ihre allerbeste Freundin war und sie gerade in den letzten Jahren sich rührend um sie gekümmert hat und immer für sie da war und an ihrer Seite stand. Und sie trauert da vor sich hin und bei der Beerdigung passiert etwas, wo ich mir denke, Dafür lese ich einfach Geschichten. Dafür, also ich wünsche mir, dass solche Geschichten mir passieren, ohne dass sie mir wirklich passieren. Also ich weiß nicht, also ich möchte natürlich nicht, dass meine beste Freundin stirbt und dann mir sowas passiert. Aber diese Geschichte, diese Vorstellung, die fand ich einfach so schön, weswegen ich das dann auch lesen wollte. Es ist nämlich so, dass Rocky einen Brief von Sascha eben vorlesen soll bei der Beerdigung, so als Rede, wo sich die Sascha dann nochmal verabschiedet. Und dann bekommt sie aber in dem Brief weiter unten etwas, eine persönliche Botschaft, die sie eben nicht vorlesen soll, die nur für Rocky bestimmt ist. Und sie macht so eine Art Schnitzeljagd. Also sie hat so eine Art Botschaft aus dem Jenseits quasi oder sie hat das alles so vorbereitet und plötzlich hat die Freundin eben eine Art Schnitzeljagd für Sascha veranstaltet. Also Sascha soll Dinge tun, die Rocky nicht mehr selber tun kann und wo Sascha eben denkt, dass sie Rocky eben auch gut tun könnten. Und das fand ich eine so, so schöne Vorstellung. Und da wird mir ganz warm ums Herz, wenn ich so drüber nachdenke, wie tief eine Freundschaft gehen kann, dass man so eine Sache in seiner Krankheit, wo man einen ganz schlimmen Leidensweg hat, sowas trotzdem mit letzter Kraft irgendwie mobilisiert und organisiert und das alles dann mit sehr, sehr viel Witz und Charme und vor allem Liebe verpackt. Was keiner wusste ist, dass Sascha, gut, das wusste man schon, Sascha ist ein Adoptivkind und die Eltern haben da auch nie ein Geheimnis drum gemacht, aber Sascha hat einen Bruder, einen älteren Bruder und der wurde eben nicht von den Eltern adoptiert und den hat Sascha vor ihrem Tod noch kennenlernen dürfen, aber nur per Internet, weil die Zeit halt einfach nicht mehr gereicht hat und diese Schnitzeljagd führt die beiden eben zusammen, also Saschas Bruder und eben Rocky. Ich habe irgendwie Probleme mit dem Namen Rocky, ich weiß auch nicht warum. Und die beiden, die finden dann zusammen und was aber natürlich nicht geplant war, ist, dass sich da auch Gefühle entwickeln, weil das ja trotzdem ein bisschen verrückt ist. Die beste Freundin, also der Bruder der toten besten Freundin und sie und dann plötzlich und keiner weiß von ihm und ja, sie will dann auch nicht respektlos gegenüber Sascha erscheinen und so weiter und so fort. Und die beiden haben eben Aufgaben zu bewältigen, die Sascha ihnen eben
per Videobotschaft, per Briefe, per, keine Ahnung, was weiß ich, alles Mögliche eben so gestellt hat. Und das ist so eine schöne Vorstellung und das ist so eine schöne Geschichte gewesen. Ich habe dem Ganzen nur 4 Sterne gegeben, weil ich am Anfang so ein bisschen Probleme hatte, in die Geschichte zu kommen. So ganz am Anfang hatte ich so ein bisschen, es wirkte manchmal so ein bisschen vom Schreibstil her so ein bisschen holprig auf mich. Aber alles in allem hat mir die Geschichte richtig gut gefallen. Und das ist eben das, wo ich meine, irgendwie, ich hätte total Bock, dass mir sowas passiert. Also diese Schnitzeljagd, diese Aufgaben, die einem gestellt werden. Also dafür liest man einfach Bücher. Das sind einfach Welten, in die man gerne eintaucht. Und dieses Gefühl hatte ich eben auch bei diesem Buch. Hat mir wahnsinnig gut gefallen und hat sich wahnsinnig schön gelesen. Es hat jetzt auch nicht so viele Seiten, ich glaube 300 und... ja, da kam ganz, ganz, ganz viel Gefühl bei mir an und ja, möchte ich wirklich gerne, gerne weiterempfehlen. Dann habe ich gelesen einen True Crime Thriller, der doch so ein bisschen Enttäuschung war. Und zwar von Andreas Gößling, Drosselblut. Ich finde übrigens, das Cover ist ganz schön, ist ein ganz schöner Eyecatcher. Ja, mich hat hier einfach der Klappentext total angesprochen, weil es geht nämlich laut Klappentext um 12 Jugendliche, die nach und nach verschwinden. Und angeblich sind sie so auf einer Art Trip, weil es gibt so eine Kampagne so gegen Tierquälerei. Und also es werden effektvolle Videos von kleinen Vögeln, die sich in Nestern aus Plastikmüll strangulieren, darum geschickt. Und ja, Teenager werden dazu motiviert, einen Selbsterfahrungstrip zu machen. So. Und das, ja, und dann kommt aber irgendwie raus, dass das alles nicht so sein kann. Und es verschwinden halt immer mehr Jugendliche und die tauchen halt auch nicht mehr auf. Und ja, ich glaube, ja genau, die erste Leiche taucht dann auf. So, das ist der Klappentext und deswegen hat mir das so gut gefallen. Deswegen wollte ich das unbedingt lesen. So, der erste Fail, den ich schon mal für mich selber gemacht habe, ist, dass dieser True Crime Thriller ein zweiter Band ist, nämlich Wolfswut. Das habt ihr bestimmt schon mal im Buchhandel gesehen. Also mir ist es schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, aber ich habe das nicht so in Verbindung gebracht. Und ich habe aber da schon so einige kritische Stimmen gehört über Wolfswut. Und hätte ich das so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, dann wäre das hier gar nicht bei mir eingezogen. Und dann ist es so, dass das Buch eine ganz andere Entwicklung nimmt, als auf dem Klappentext steht. Eigentlich geht es ziemlich interessant los. Es geht nämlich so los, dass... ja, ein Täter, Enkelkinder kidnappt und die auf furchtbarste Weise missbraucht und das auf Video aufnimmt. Und diese Missbrauchsvideos, die werden an die Opas geschickt oder an die Großeltern geschickt. Und da heißt es dann eben, ja, ich will eine bestimmte Summe von dir haben. Und wenn ich die dann nicht bekomme, dann... geht erstens das Video an die Öffentlichkeit und zweitens siehst du dein Enkelkind oder deine Enkeltochter halt nie wieder. Und ja, die Großeltern, die bezahlen halt meistens und das ist halt so eine Masche. Und wir haben halt hier einen Großvater, der sagt, nee, das lasse ich mir nicht gefallen. Also natürlich zahle ich die Summe, ich will ja mein Enkelkind auf jeden Fall retten, aber er wendet sich halt auch an die Polizei. Und die Polizei ermittelt dann, Und ermittelt. Ich betone das so, weil diese Ermittlungsarbeit in diesem Buch, die war so elendig lang. Und ja, irgendwie kam das hier, was hier so auf dem Klappentext kam, das war irgendwie überhaupt nicht im Zentrum gestanden. Ich meine, der Fall, der hier behandelt wird mit dieser Großelternmasche, war schrecklich. Und was auch da rauskam, war auch schrecklich, also furchtbar, was diese, also ich will natürlich nicht spoilern und ich erzähle natürlich auch nicht zu viel, aber es ist ein furchtbar, grausamer, blutrünstiger, schlimmer Fall, der hier ans Tageslicht kommt und es ist ja eine Adaption an den wahren Fall und das macht die ganze Sache noch schlimmer, ja. Das ist so die eine Seite, aber wie der Autor das Ganze verpackt hat, nee. Es war, ich habe mich sehr, 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 obwohl dieser Fall so schlimm war und so grausam war, dass man eigentlich weiterlesen wollen würde, war das so langweilig.
Das war die Ermittlungsarbeit, das war so monoton und dann ist das passiert und es war wirklich, wirklich langweilig. Ich war oft an der Grenze zum Abbrechen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und hat mir also gar nicht gut gefallen, denn der Klappentext hat nicht gestimmt. Und mir auch diese Ermittlerin, diese Julia irgendwas, nee, Kira Hallstein, die war mir auch unsympathisch und die hat dann auch noch ein Verhältnis gehabt mit so einem Künstler. Das hat mich auch irgendwie genervt und irgendwie, das war gar nicht meins. Das hat einfach null meinen Lesenerv getroffen, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Finde ich recht schade, weil ich habe mich richtig, richtig auf diesen True Crime eben gefreut. Und ja, und ich fand es auch so schade, weil das Buch hat so viel Potenzial, weil dieser Fall und dieser, was da alles so für Verwicklungen sind, das fand ich echt schlimm. Ich denke aber, dass da noch ein Teil kommen wird. Also, es ist schon aufgeklärt, aber irgendwie auch nicht. Also, ich denke, dass das Buch noch weitergehen wird, ja, aber ohne mich. Ich bin da leider wirklich raus. Das Buch, das hat auch wirklich so über 500 Seiten und kleine Schrift. Und ich habe da teilweise gelesen und habe dann den Inhalt schon gar nicht mehr aufgenommen, weil es einfach echt langweilig war. Aber ich wollte halt unbedingt wissen, wie der Fall zu Ende geht. Oder ja, weil das war echt ein richtig heftiger Fall. Aber da kann ich nicht so in die Tiefe gehen. Ich meine, das, was auf dem Klappentext steht, das spielt schon auch eine Rolle, aber keine zentrale Rolle. Der war auch ein bisschen unglücklich gewählt. Dann, also ich habe dem Buch 2 Sterne gegeben. Dann habe ich eine Trilogie beendet und zwar von T.M. Frazier, Wild Souls, mit dir für immer. Und ich liebe diese Coverfarben, ich liebe sie. Das erste war ja noch so rosa-pink, ne? Da gehe ich jetzt gar nicht so viel drauf ein, weil im ersten Band ging es um Sawyer und um Finn, hieß er, ja, Finn. Um Sawyer und um Finn und Sawyer wird ja schrecklich, schrecklich misshandelt von ihrem Vater. Und er hat auch die Mutter misshandelt und die Mutter, die begeht irgendwann Suizid, sie läuft vor ein Auto und stirbt dabei und ja, Sawyer hält es dann nicht mehr bei ihrem Vater aus und irgendwann geht es einfach zu weit und dann findet sie auch noch einen Brief von ihrer Mutter und sie sagt, nee, also ich flüchte. Sie schafft die Flucht auch in einen kleinen Ort und da wohnt sie in einem Wohnwagen und da lernt sie den eigenbrödlerischen Finn kennen, der auch so seine ganz eigene Geschichte hat und ja, genau. Also mir hat sie ja richtig gut gefallen und der erste Band hat auch mit einem Cliffhanger geendet, wo ich mir nur gedacht habe, wow. Und mir hat auch der erste Band richtig gut gefallen. Also ja, es kommt jetzt natürlich nicht so an eine Brittany C. Sherry oder Bianca Iosivoni ran. Aber mir hat es gut gefallen. Der Erotikanteil, der war halt hier ein bisschen höher. Und es ist ein sehr dünnes Büchlein, aber ja, mich hat es gut unterhalten. Und ja, also ich habe, glaube ich, auch ein Video gedreht zum ersten Band. Hat mir echt gut gefallen. Aber ich muss sagen, im zweiten Band, ich sage nur einen kurzen Gesamteindruck, es wird ziemlich schnell auf den Cliffhanger dann eingegangen. Da, es wird ziemlich schnell halt aufgeklärt, was da so los ist. Und die Geschichte nimmt auch so ihren Lauf. Aber ich finde, das war teilweise für mich, für meine Verhältnisse zu weit hergeholt. Also das fand ich teilweise so absurd, diese ganzen Verwicklungen und Zusammenhänge und wie das dann so war, war mir zu absurd. Also ich habe dem Ganzen 3 Sterne gegeben. Ich finde, also der erste Band war so super und der zweite, da war nämlich dann die Luft irgendwie raus. Also das war irgendwie, ich weiß auch nicht. Das war mir alles zu too much. Und natürlich, ja, Erotik spielt natürlich auch eine Rolle. Es ist halt eine erotische Liebesgeschichte. Und ja, erster Band war besser. War aber jetzt nicht so schlecht. Und deswegen habe ich nämlich auch die Angst, dass es bei Bianca Iosivoni auch eventuell so sein könnte, dass der zweite Band, der endete auch mit so einem Cliffhanger. Und dass der zweite Band dann vielleicht auch so, jetzt ist es aufgeklärt und dann geht's bergab. Das wäre total schade. Aber okay, so ist es halt. Ich meine, es hat jetzt auch nicht so viele Seiten. Ich glaube so 280. Ich musste mir das auf jeden Fall direkt im Buchhandel mitnehmen. Ich habe gesehen, ah, es ist erschienen. Ich habe es mir nicht vorbestellt. Und habe das dann aber im Buchhandel gesehen und habe es mir mitgenommen und noch am gleichen Tag gelesen, weil ich so heiß war auf diese Geschichte. Und ja, dann war ich da so ein bisschen enttäuscht.
Dann haben wir ja ein Tauschpaket gemacht in Köln. Und ja, wenn man dann natürlich auf Rebuy oder bei Rebuy bestellt, ne, dann muss man natürlich auch so noch ein bisschen für sich selber gucken. Und dann habe ich mir hier diese Mein-Leben-Bände noch mitgenommen. Den ersten Band, nee, den ersten einen Band habe ich schon mal gelesen. Und ja, das sind immer so wahre Geschichten. Die haben auch nur so, die haben nicht mal 200 Seiten. Die sind ganz, ganz dünn und das sind so Jugendgeschichten. Und da gab es mal so eine Reihe bei Arena, die hieß Mein Leben, meine Geschichte. Und ich wollte mir die alle so nach und nach zusammenkaufen, weil ich einfach gerne solche Geschichten lese. Und also solche Erfahrungsberichte über Probleme. Und dann habe ich mir eben die vier geholt, die mir da noch gefehlt haben. Und habe gelesen von Mihirali Simsek mit 18 Mein Sturz. Mein Leben im Gefängnis, 6 Jahre, 6 Monate. Und in dem Buch geht es eben darum, dass ein Jugendlicher, er ist Türke und das ist halt schon ziemlich klischeebehaftet, ne? Also er gerät auf die schiefe Bahn und er wird dann wegen fahrlässiger Tötung eben verhaftet. Und ja, er ist auch der Meinung, also seine Freunde, die haben ihn dann auch gelingt. Ja, er sieht aber seinen Fehler auch ein und ja, und er ist dann eben 6 Jahre im Gefängnis und wir erfahren eben, wie es ihm im Gefängnis geht und wie es überhaupt so weit kommen konnte. Und es regt auf jeden Fall schon sehr zum Nachdenken an. Es ist auch eine sehr, sehr kurze Geschichte. Also man kann halt von den Geschichten jetzt nicht so viel Tiefe erwarten. Ich hätte mir da mehr Informationen gewünscht, sowohl zur Vergangenheit als auch zum Leben im Gefängnis. Aber es ist eine Jugendgeschichte, die auch warnen soll. Ja, auf der anderen Seite, ob Jugendliche, die solche Geschichten lesen, die sind ja auch in einem ganz anderen, wie soll ich es sagen? Also Leseratten sind jetzt nicht gerade so in der Schlägergang unterwegs. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen weiß ich jetzt nicht. Also weil er hatte dieses Buch geschrieben, um eben Jugendliche zu warnen. Aber ja, jemand, der dieses Buch in die Hand nimmt, wird vielleicht auch nicht so in seiner Situation sein, vom Charakter her. Ist meine Meinung. Ja, also es ist jetzt nichts Überragendes, aber ich fand es einfach mal gut für zwischendurch. Und ich habe dann auch das gelesen, Mein Lolli-Mädchen-Ich, und da ging es eben um ein Mädel, das Magersucht hat und da erfahren wir eben auch, wie es dazu kommen konnte und wie sie eben in verschiedenen Therapieeinrichtungen eben ergangen ist und ja, wir erfahren da auch viele Hintergründe, wie man so überhaupt werden kann und warum und dass es nicht immer, dass Magersucht oder überhaupt eine Essstörung nicht immer unbedingt was mit dem Optischen zu tun haben muss, weil man unbedingt dünn sein will, sondern dass die Probleme meistens, also ja, oberflächlich schon, aber unter der Oberfläche gibt es da meistens noch viel, viel mehr andere oder viel mehr Probleme, ja, Der Satz passt nicht. Also, meistens liegen die Probleme tiefer und woanders. Das wollte ich damit sagen. Und ja, hier, ich will leben, der Wendepunkt 1,73 und 33 Kilo. Das finde ich schon echt richtig heftig. Und es sind auch Bilder von dem Mädel hier mit aufgegriffen. Und was ich auch immer richtig heftig finde, dass es teilweise in diesen Therapiezentren oder Foren, dass die sich gegenseitig pushen, wer noch dünner ist und wo es dann noch mehr Tricks gibt vorm Wiegetag, sich irgendwie schwerer zu machen und solche Sachen. Ja, genau. Ist aber auch mal ganz interessant, das zwischendurch noch zu lesen. Also zwei habe ich hier noch. Eins, da geht es um mein Leben als Ritzerin. Und das andere heißt Mein Leben als Straßenkind. Und dann hätte ich sie dann alle gelesen. Ich glaube, es sind 5 in der Reihe erschienen. Und die hätte ich dann alle 5 dann auch da. Ja, dann habe ich noch gelesen von Nadine Roth, auch eine Dilogie, und zwar Same Love 1 und Same Love 2, das ist der erste Band. Es sind auch so Sternensandbücher, falls es wen interessiert. Genau, ich glaube, das habe ich mir sogar auf der Buchmesse mitgenommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es nicht mehr, doch, das habe ich mir auf der Buchmesse mitgenommen und habe das fertig gelesen und habe mir dann direkt den zweiten Band geholt, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht.
Zunächst mal, bevor ich auf den Inhalt eingehe, muss ich sagen, dass das Sternensand seine Bücher auch immer unglaublich liebevoll aufmacht. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel vor dem Kapitelanfang hier so Geschnörkel, falls einen das interessiert. Und es ist auch immer mal so eine Zeichnung. Ich meine, gut, ich finde es jetzt fast so ein bisschen kitschig, aber das ist doch auch immer nett, wenn man sowas entdeckt. Jetzt finde ich auf Anhieb natürlich keins. Ich müsste mal einen Marker für so Videos immer ins Buch reinmachen. Ich kann ja auf jeden Fall schon mal anfangen zu erzählen, worum es geht. Es geht nämlich um die 17-jährige Sam und die ist auch, also die wächst in einem sehr, sehr strengen Elternhaus eben auf. Ne? Also die Mutter, die ist so ein alter Besen, sage ich jetzt mal. Ne? Also sie sind sehr wohlhabend und sie ist auch sehr streng. Und sie hat so den Bilderbuchfreund und mit dem ist sie schon seit Jahren zusammen. Und mit dem ist sie aber auch nicht so recht glücklich. Ne? Und ja, hier zum Beispiel, also solche Bildchen sind da ab und zu mal drin. Ne? Also es ist immer so ganz schön zu entdecken. Auf jeden Fall ist sie mit dem nicht so ganz glücklich und eines Tages fängt eben eine neue Schülerin bei ihr in der Klasse an, die Romy. Und Romy, die ist halt so ein ganz anderer Mensch, also sie fühlt sich sofort zu ihr hingezogen und sie kann sich das alles nicht erklären. Und dann hat sie natürlich mit vielen Dingen zu kämpfen. Erstens entwickelt sich da eine ganz neue Liebe, was natürlich immer aufregend ist. Dann merkt sie das erste Mal, hey, das ist eine Frau und gleichgeschlechtlich und so weiter und so fort. Dann kommen so Probleme eben auch, Outing und Probleme in der Familie und solche Dinge eben und auch unter Freunden und Akzeptanz. Und es wird wirklich jedes Jugendproblem behandelt. Mir hat die Dilogie alles in allem sehr, sehr gut gefallen, sonst hätte ich mir ja auch den zweiten Band nicht geholt. Aber im ersten Band habe ich zu bemängeln, dass diese Insta-Love, das war mir wieder so, das war so überzogen, so theatralisch zum Teil. So, ich sehe einen Menschen und denke mir, wow, und bin dann sofort hingezogen und verliebt und keine Ahnung was und würde dem Menschen am liebsten gleich heiraten und wisst ihr, das war alles so mega überzogen. Ab der Mitte des Buches haben sich aber dann die Ereignisse sehr überschlagen. Und was dann auch dazu geführt hat, dass ich den zweiten Band dann auch gleich lesen wollte, das fand ich auch gut. Und beim zweiten Band finde ich jetzt wieder, da gibt es auch für mich Dinge zu bemängeln. Ich werde natürlich nicht spoilern. Im zweiten Band war das so, da hätte ab der Hälfte hätte Schluss sein können bei dem Buch. Aber es wurden dann auch noch andere Dinge behandelt. Wo ich mir denke, okay, jetzt wird es ein bisschen too much. Also sprich auf gut Deutsch, Sam hat in ihrem Leben alles durchgemacht, was man nur irgendwie durchmachen kann. Und es war auch teilweise so ein bisschen arg zufällig an den Haaren herbeigezogen. Also ich fand es ein bisschen too much. Ich fand die Geschichte, die Grundgeschichte fand ich sehr schön, sehr kitschig, sehr toll. Und ich finde auch solche, ich finde es gerade auch mal wichtig, auch mal Bücher über gleichgeschlechtliche Lieben zu lesen, weil ja, ich finde einfach, dass man da keinen Unterschied machen sollte und ich finde das einfach, das sollte total normal alles sein und ist eigentlich auch total normal, meiner Meinung nach. Und ja, deswegen muss man das so ein bisschen unterstützen. Nadine Roth hat auch einen schönen Schreibstil, hat sich alles schön gelesen, aber jetzt rein vom Aspekt der Liebesgeschichte war mir alles so ein bisschen too much. Ne, also ich habe dem Ganzen so 3,5 Sterne gegeben, ja, eher so Richtung 3 Sterne. Ich glaube, auf Goodreads habe ich sogar 4 Sterne gegeben. Wenn ich aber jetzt nochmal drüber nachdenke, würde ich dann eher 3 Sterne geben, weil es einfach, ja, überzogen war. Aber es war schön zu lesen, trotz alledem. So, ja, Stunden später, ich habe jetzt auch schon mal Spätdienst gehabt in der Zwischenzeit, weil ich keine Zeit mehr zum Drehen hatte. Und ich habe aber noch 5 Titel für euch, die ich euch noch gerne in die Kamera zeigen möchte. Also, wenn ich jetzt nicht mehr ganz so frisch ausschaue, dann seht's mir bitte nach. Ich bin jetzt doch schon dezent müde und freue mich dann aufs Weiterlesen. Ja, ich habe auf jeden Fall den ersten Band. Jetzt musste ich spicken, weil ich bin nämlich schon beim 4. Band jetzt. Den ersten Band der Diamonds for Love-Reihe gelesen, voller Hingabe von Leila Hagen. Und ich habe jetzt ganz schnell mit der Reihe begonnen, weil ich nämlich vom Verlag
an meine alte Adresse sogar noch zugeschickt bekommen habe, den 7. Band. Und das kam ein bisschen überraschend und jetzt wollte ich natürlich da trotzdem ganz schnell eine Rezension drehen und ich wollte eh schon immer mal mit der Reihe anfangen. Es geht um Sebastian Bennett. Es geht allgemein, das Setting ist ähnlich wie bei der Green Mountain Reihe. Man hat eine große Familie, also die Bennets in dem Fall. Und das sind auch 9 Geschwister. Jetzt musste ich überlegen, 9 Geschwister. Sind auch zweimal Zwillinge dabei. Und Sebastian Bennett hat seine Familie vor Jahren überredet oder mit einem Businessplan natürlich gebeten, eben die Farm zu verkaufen, dass er an Geld kommt. Und er hat dann eine Firma gegründet, die eben Schmuck herstellt, also so eine Schmuckfirma. Und da ist ein Familienunternehmen draus geworden, die haben das auch gemacht. Und mittlerweile sind die Bennets Milliardäre und aber ziemlich auf dem Boden geblieben. Die sind zwar knallhart im Geschäft, aber sind eine richtig tolle Familie und die halten auch so unglaublich zusammen. Er hat dann auch irgendwann die Farm dann wieder an die Eltern zurückgekauft, nachdem sie dann reich geworden sind, was ich ganz großartig fand. Und der lernt eben Ava kennen und Ava, die soll sich erstmal ums Marketing kümmern. Aber die haben so eine externe Firma eben angeheuert, die sich ums Marketing kümmern. Und sie hat da einfach nur einen Auftrag für ein paar Monate und dann soll sie halt dann wieder in einer anderen Firma einen Auftrag für die Firma erledigen. Für diese externe Firma. Ich habe die Namen so ein bisschen vergessen. Und natürlich ist es alles total heiß zwischen Sebastian und Ava. Und beide haben so ihre Päckchen zu tragen, die ich aber relativ klein finde. Also ja, ist jetzt nicht so mega das große Drama. Allerdings hat Ava in ihrem Arbeitsvertrag die Klausel, dass sie halt auf keinen Fall irgendwas mit einem Kunden anfangen darf. Das Liebe und also auch Sex sowieso, dass das alles völlig ausgeschlossen ist, weil die da wohl schon mal Probleme hatten. Ja, was so gebrochene Vertragsklauseln und so weiter betrifft. Und eigentlich dürfen die beiden halt nichts miteinander anfangen. Ja, die Dramen sind meiner Meinung nach wenig. Erotik wird sehr groß geschrieben in den Büchern. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich da die Seiten so ein bisschen quer gelesen habe, weil ja, Erotik gehört für mich dazu, aber ich muss da jetzt nicht mega viel davon haben und das langweilt mich jetzt eigentlich mittlerweile schon fast ein bisschen. Aber die Geschichte drumherum, diese Story, finde ich einfach großartig und die Bücher, die lesen sich so schnell weg. Ich, wie gesagt, ich bin jetzt inzwischen beim 4. Band und freue mich da schon mit dem weiterzumachen und die anderen Bände liegen auch schon bereit. Also ich werde, denke ich, spätestens im Juli dann die Reihe komplett beendet haben und freue mich da sehr, sehr, sehr drauf. Ja, es geht übrigens dann in jedem Band um ein anderes Geschwisternteil, das sich eben verliebt bzw. verkuppelt wird. Genau. Dann habe ich noch gelesen, oh, das fand ich echt heftig, und zwar von Sarina Bowen, Ivy Years, was wir verbergen. Genau, da muss ich mir jetzt auch noch Band 3 und 4 holen. Ich weiß gar nicht, wie lang die Reihe wird. Ich glaube, Band 5 ist auch schon angekündigt. Also es geht grundsätzlich, ist das Setting das Harkness College, glaube ich. Harkness. Ja, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, wie das... das ist auf jeden Fall so ein College, an dem eben Sport ganz groß geschrieben wird. Und in jedem Band geht es um andere Protagonisten, die sich vielleicht mal auf dem Gang begegnen oder ganz entfernt befreundet sind oder sowas. Aber hauptsächlich geht es um andere Protagonisten. Also man kann theoretisch die Bände auch durcheinander lesen, wenn man nicht so ein Büchermonk ist wie ich. Und in dem Band, ich spicke mal die Namen, wie immer. Ach, hier im ersten Satz steht sogar wirklich, also es ist das Harkness College. Und es geht um Scarlett und um Bryder. Ja. Und Scarlett macht Furchtbares durch, denn ihr Vater ist angeklagt. Also sie ist die totale Sportskanone, total talentiert, was Hockey betrifft. Und ihr stehen Haus und Tür offen und ihr Vater ist auch ein bekannter, sehr bekannter Trainer. Und der wird aber jetzt angeklagt, dass er sich halt an Jugendlichen vergangen haben soll oder sogar an Kinder. Also richtig heftig, geht durch alle Schlagzeilen. Und dementsprechend macht sie halt auch viel Presserummel mit und das ist ganz, ganz, ganz furchtbar für sie. Und sie hat eben die Chance, am Harkness College einen Neuanfang zu starten und sie ändert da auch ihren Namen, weil sie sagt, nee, ich halte das alles gar nicht mehr aus. Und diese Story
da passiert noch ganz viele, viele Dinge passieren da noch. Und Bryder, der hat eben auch, also den lernt sie an diesem College kennen, der hat auch so seine Probleme, denn er kommt halt aus einem sehr sozial schwachen Elternhaus, sag ich mal. Vater ist, glaube ich, abgehauen und die Mutter ist gestorben an einer Überdosis. Und er kümmert sich um seine Schwester, um seine kleine Schwester und die ist nicht gestorben, die ist nie da. Das stimmt gar nicht, die ist gar nicht gestorben, vergesst das mal. Die ist nie da und damit das Jugendamt denen aber nicht auf die Schliche kommt, kümmert er sich halt rührend um seine kleine Schwester. Und ja, das ist halt auch alles nicht so ganz erlaubt natürlich, wie er das macht. Und die lernen sich halt kennen und die beiden haben halt eine ganz, ganz, ganz schwierige Geschichte und fühlen sich aber zueinander hingezogen. Und den ersten Band von The Ivy Years fand ich noch ganz amüsant, locker, lässig, leicht. Und dieses locker, lässig, leichte war in diesem Band gar nicht mehr, weil das einfach Geschichten waren, die so schwer im Magen gelegen haben, die ich so heftig fand. Und ich freue mich allerdings, die Reihe weiterzulesen. Ich glaube, im dritten Band geht es um gleichgeschlechtliche Liebe und im vierten Band weiß ich es gar nicht. Ich lasse mich einfach mal in die Bücher hineinfallen und ja, ansonsten der Schreibstil ist natürlich leicht und ich möchte auch unbedingt irgendwann demnächst mal die True North Reihe beginnen von der gleichen Autorin. Aber ich habe noch so viel Reihen und so einen großen Sub hier rumliegen, deswegen das dauert noch. Ich möchte mich erstmal so ein bisschen durch meinen Sub arbeiten momentan. Und ja, dann sind Ende Mai sind erschienen, ich kriege auch gerade einen Lesemonat Mai, sind endlich erschienen die Fortsetzungen von Tears of Tess und zwar Band 2, Band 3 und 4. Und im Original, im englischen Original, ist das normalerweise ein Band, aber der Verlag hat das halt gecuttet, hier bei 440 Seiten und dann hat das hier nochmal über 300, hat das gecuttet, weil die eben einfach gemeint haben, das liest halt dann keiner mehr, wenn das solche, das wäre schon viel, ne? Also es sind schon Oschis dann, ne? Und deswegen haben die das gecuttet, haben das aber direkt an einem Tag beide Bücher herausgebracht, was ich toll finde. Weniger toll finde ich, dass wir jetzt wieder bestimmt ein Jahr oder ein knappes Jahr warten müssen, bis dann der finale fünfte Band erscheint. Und oh, ich freue mich so. Und das war halt wirklich so, ich habe mich so auf das Erscheinen gefreut. Ich habe mich so darauf hingesehen. Ich habe Dollars extra noch nicht begonnen, was ja auch von Pepper Winters eine Reihe ist. Und habe die halt weggesuchtet. Habe auch beiden Büchern 5 Sterne gegeben. Grundsätzlich die Geschichte ist ja, dass Tess, ich habe gefühlt die Geschichte schon 100-mal erzählt, es geht auf jeden Fall um Tess. Und Tess ist eine junge Frau, die führt eine ganz nette Beziehung mit Brax. Und die beiden, ja, ist halt alles so ein bisschen eingeschlafen, ist halt so eine Jugendliebe und die beiden driften auch so sexuell gesehen so ein bisschen auseinander. Sie steht mehr auf härtere Dinge und der ist ziemlich prüde und am besten Missionarstellung im Dunkeln so auf die Art. Und und die erhofft sich halt ganz viel dann auch in dem Urlaub zu erleben. Und dann ist das Problem, dass Tess, die wird in Mexiko entführt von Menschenhändlern und sie gerät über Umwege nach Frankreich an Q. Und und eigentlich dreht sich die ganze Geschichte so um die beiden. Und im zweiten Band hat halt Tess im Speziellen nochmal ganz, ganz Furchtbares erlebt und Q möchte ihr eben helfen und darum dreht sich eben der dritte Band und der endet dann auch mit, ich möchte halt nicht so auf den Inhalt eingehen, weil ich niemanden spoilern will, der den ersten Band noch nicht gelesen hat und der dritte Band, der endet mit einem sehr, sehr bösen Cliffhanger. Fand ich aber jetzt in dem Fall nicht schlimm, weil dann gibt es ja den vierten Band und den habe ich auch in einem Rutsch weggesuchtet und darum geht es dann eben auch in dem vierten Band und der endet dann nicht mit so einem Cliffhanger. Also man weiß natürlich, die Geschichte wird noch fortgesetzt und ich freue mich drauf und richtig toll alles und jetzt müssen wir wieder so lange warten. Aber da war der Cliffhanger wenigstens nicht so arg böse. Genau, das ist eine meiner absoluten Lieblingsreihen und Tears of Tess ist auch schuld, dass sich mein Sub im letzten Jahr so verdoppelt hat, weil ich in der Liebesgeschichten-Schiene eigentlich überhaupt nichts weiter gelesen hatte und auch nicht viel auf dem Sub hatte, weil das,
Ich war mehr so auf dem Romane, also vor allem Thriller und halt auch mein Roman-Trip. Mein Jugendbuch vielleicht auch, ne? Und dann hatte ich aber so Lust nach der Reihe auf viele Liebesgeschichten und erotische Liebesgeschichten. Und dann gibt es den Lux Verlag ja auch noch und ich habe noch so viel nachzuholen und bin da immer noch in dieser Phase drin. Ja, dann habe ich noch etwas zu erzählen zu zwei Büchern, aber ich wechsle erstmal den Akku. So, dann habe ich mir ja in Köln noch Aschenkindel in der Buchhandlung geholt. Ja, wollte ich unbedingt lesen. Es ist ein Drachenmond-Buch, das wahre Märchen Aschenkindel von Harlow Sommer. Und ich, wer mich kennt, ich liebe, liebe, liebe Märchenadaptionen sehr, sehr, vor allem wenn die gut gemacht sind. Und ja, war da ganz neugierig drauf. Und in dem Fall, in diesem Buch geht es natürlich um das klassische Aschenputtel-Märchen, so ein bisschen ja, es ist halt eine Adaption, ne? Also neu auferlegt, neu inspiriert, es ist, ja. Ja, natürlich, wir sehen natürlich wieder die Aufmachung, ne? Die ist wunderschön. Also, ihr seht es da schon, ne? Also richtig schöne Aufmachung. Auch das Cover richtig schön, halt typisch Drachenmond Verlag, ne? Und wir haben hier Clary und Clary, die wächst bei ihrer Stiefmutter und ihren Stiefgeschwistern auf. Der Vater, der ist verschollen, verstorben glaube ich sogar und die haben ziemliche Geldprobleme auch, die Familie. Und ja, und sie bekommt Besuch von der guten Fee und die sagt, hallo, es ist der nächste Ball und du sollst daran teilnehmen und weil der Prinz, der sucht eben jemanden. Und die Clary, die hat aber eigentlich überhaupt keinen Bock auf diesen Ball, weil sie hat keinen Bock auf den Prinzen, weil sie war früher auch schon mal zu Hofe eingeladen und kann sich noch daran erinnern, dass er mit 8 Jahren, glaube ich, geheult hat, weil er, weil seine Torte eine andere Farbe, also sie war gelb statt blau und sie findet halt, der Prinz ist der totale Waschlappen und hat keinen Bock drauf. Und die gute Fee besteht aber drauf, weil sie sagt, das ist die Vorhersehung, dass du das tust und keine Ahnung. Ja, und die Clary, die ist halt so, sie ist schon ein nettes Mädchen auf der einen Seite, aber sie ist sehr zickig und görig und meckrig und das hat ein bisschen genervt, das war so ein bisschen anstrengend. Auf der anderen Seite kann ich sie dann wieder verstehen, ich hätte jetzt auch nicht Lust, mit jemandem da verkuppelt zu werden, den ich gar nicht kenne. Das ist die eine Seite. Ich hatte aber zeitweise so ein bisschen Probleme mit der Fantasy-Welt, weil das ist... Aschenputtel, das Märchen eben, das spielt ja eigentlich nicht in so, es ist ein Märchen natürlich, aber es spielt eigentlich nicht in so einer Fantasy-Welt, ne? Wir haben dann eine normale Welt und dann kommt halt die gute Fee und also verzaubert Cinderella, so war das ja, ne? Und in der Welt ist es aber so, also man hat da, also da gibt es zum Beispiel Flugwürmer, die ich mir so ein bisschen vorstelle wie Fuchur und es gibt, Zauberkräfte, die da gar nicht hinterfragt werden, die sind dann in der Welt dann einfach teilweise, manche Menschen haben einfach Zauberkräfte. Dann gibt es so Feenwälder und auch die gute Fee, das wird alles gar nicht hinterfragt. Das ist so in der Welt gang und gäbe, dass wir da eigentlich so eine Fantasy-Welt haben. Und mit dem Setting hatte ich tatsächlich zum Teil so ein bisschen Probleme. Das Märchen an sich ist aber zuckersüß gemacht. Also ich hatte so die ersten 30, 40 Seiten, ja, habe ich schon gebraucht, um in die Geschichte zu kommen. Und dann hat es mir aber Spaß gemacht zu lesen. Das Buch hat aber auch nur 220 Seiten. Es ist jetzt nicht so mega überragend, dass man jetzt sagt, ja, ich muss jetzt unbedingt auch noch das andere lesen. Froschröschen oder so heißt es, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber es war nicht schlecht auf jeden Fall. Hat mich gut unterhalten. Ja. Und zu guter Letzt habe ich jetzt endlich After Forever gelesen, die Reihe von Anna Todd. Und ich habe keine neuen Erkenntnisse jetzt zu dieser Reihe. Ich muss gestehen, ich habe diese Spin-Offs, weil das habe ich mir damals so in so einem Paket, habe ich mir die alle zusammengesammelt bei einer Rebuy-Bestellung. Und ich habe jetzt in Before Us mal reingelesen. Das ist ja nochmal die Geschichte aus der Sicht von Hardin. Und da habe ich erst gedacht, das wird ziemlich langweilig. Tatsächlich beginnt die Geschichte aber vor der Zeit von Tessa. Und das Buch hat auch nur 400 Seiten und ich denke, dass ich das sogar noch lesen werde, weil mir da
weil ich das Gefühl habe, dass da Anatots Schreibstil auch so ein bisschen gewachsen ist oder sich weiterentwickelt hat. Genau. Und bei den Spin-Offs werde ich es auch so machen. Ich habe noch zwei, es gibt noch zwei Spin-Offs, die sich dann um Lenden drehen. Und die sind auch nicht so dick, die haben auch nur 300 Seiten oder 300 und Seiten. Und Lenden fand ich als Charakter eigentlich ganz interessant. Und da werde ich auch mal reinlesen und dann eben spontan beschließen, beende ich die Bücher noch oder breche ich sie ab. Grundsätzlich ist die Reihe für mich beendet und... ja, muss ich eigentlich noch sagen, worum es geht? Es geht eigentlich um Tessa und um Hardin. Und Tessa ist so ein naives Kind, das sehr streng erzogen aufgewachsen ist. Sie ist von ihrer Mutter erzogen worden. Dann Vater gibt es nicht mehr. Und die geht jetzt eben ans College. Und die ist halt total brav und lebt total in der Mond. Und ne, und ist auch ein bisschen naiv und ja, ist halt so, ne, kommt halt von der Erziehung. Und die trifft halt auf Hardin. Und der ist halt der ultimative Bad Boy. Gepierst, tätowiert, raucht, säuft, ist aggressiv, behandelt alle wie Scheiße. Und ja, die zwischen den beiden spinnt sich dann natürlich halt was zusammen. Jetzt muss man halt sagen, dass jeder Band so um die 700 Seiten, glaube ich, hat. Ich glaube, der hat auch, nee, der hat 570 Seiten gehabt. Und das ist so eine Hassliebe. Beim ersten Buch war es noch so wie ein Unfall, wo man nicht weggucken konnte. Beim zweiten, nach dem zweiten Band habe ich dann erstmal ganz lange Pause gebraucht. Und ja, der dritte hat dann neue Erkenntnisse gebracht und der vierte jetzt dann halt eben nicht. Man hat ihn halt gelesen, es war unterhaltsam. Positiv muss ich sagen, dass ich von Anna Todd im ersten Band den Schreibstil noch furchtbar fand. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Und auch die Dialoge total platt. Und die hat sich so mit Nichtigkeiten aufgehalten, was man für Kleider trägt. Aber so blöd halt, so für mich doof beschrieben halt, so uninteressant halt teilweise. Wo ich sage, okay, man hätte die Bücher schon mal alle so um 100, 200 Seiten kürzen können. Dann ist es halt so, dass sich die Liebesgeschichte zwischen denen halt, zwischen den beiden halt immer wieder im Kreis drehen. Sie vertragen sich, Hardin rastet aus, sie reden nicht mehr miteinander, beide leiden, Hardin rastet noch mehr aus, kommt zur Besinnung, sie vertragen sich wieder. Und immer, 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 immer. Und jetzt haben viele schon zu mir gesagt, die Reihe sehr feiern. Ich möchte natürlich nicht niemanden auf den Schlips treten, weil ich finde, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Also entweder mag man das oder man mag es nicht. Das ist halt so. Und ich verstehe den Hype gar nicht, aber gut, es hat schon eine Begründung, warum die Reihe so gefeiert wird. Und viele haben zu mir gesagt, die Reihe gefeiert haben, dass wenn ich jetzt immer noch nicht Verständnis für Hardin habe, dass ich dann das Buch nicht verstanden habe. Und ja, das finde ich immer so eine Aussage, wo ich mir denke, okay, ich sehe das so, ja, Hardin hat seine Gründe, warum er so ist, wie er ist. Er ist in meinen Augen, sorry, ein Psychopath teilweise sogar. Also wie der sich den Menschen, die er ja liebt, so aufführt und so, der hat ja überhaupt keine... der beleidigt Tessa rauf und runter, der wird gewalttätig, okay, er misshandelt sie jetzt vielleicht nicht körperlich, aber er prügelt sich auch gerne, er säuft immer wieder, er hat definitiv Alkoholprobleme und ja, also finde ich einfach nicht in Ordnung und auch wie er sie kontrolliert dann wieder gleichzeitig, ist gemein zu ihr, die trennen sich, er kontrolliert sie wieder. Gut, sie entwickelt sich dann weiter und lässt sich nicht mehr so hundertprozentig alles gefallen. Ich hätte ihn schon längst zum Jordan geschickt. Und es hat einen Grund. Ich bin aber der Meinung, also ich werde nicht spoilern, ich bin aber der Meinung, egal was man, wir haben alle, jeder Mensch von uns hat sein Päckchen zu tragen. Der eine hat ein schlimmes Päckchen zu tragen oder ein schwereres. Bei jemand anderen sind die Päckchen vielleicht ein bisschen leichter. Aber ich finde, man darf sich nicht darauf ausruhen und ich finde, kein Päckchen... egal wie groß und wie schwer das Päckchen ist, kein Päckchen gibt einem das Recht, einen anderen Menschen wie Dreck zu behandeln oder jemanden so kaputt zu machen und fertig zu machen. Nee, das geht einfach meiner Meinung nach nicht. Also wenn ich so weit bin, dass ich das dann schon einsehe, dann muss ich entweder Therapie machen oder in mich gehen, aber ich kann mich nicht auf meiner Vergangenheit ausruhen und sagen, hey, ich habe in meiner Vergangenheit das und das erlebt, ich bin unter den und den Umständen aufgewachsen, es kommt noch das und das ans Tageslicht und deswegen drehe ich mal ewig am Rad. Das geht meiner Meinung nach nicht, aber es kann auch nur meine Meinung nach sein. Vielleicht bin ich da in der Hinsicht auch zu streng oder zu sozial oder ich weiß es nicht, ne? Und deswegen, okay.
Lange Rede, kurzer Sinn. Es fühlt sich jetzt so an wie so eine Erleichterung. Ich weiß auch nicht, im Nachhinein finde ich sogar ein bisschen verschwendete Lesezeit von mir, dass ich die Reihe jetzt so gelesen habe, weil ich mich mehr aufgeregt habe, als dass ich die Reihe gefeiert habe. Genau, und deswegen gehe ich jetzt mit den folgenden Bänden einfach so um, wenn sie mir gefallen, dann lese ich halt weiter und wenn nicht, dann breche ich ab, weil, also ich denke auch, das mache ich nicht mehr, das war halt so ein unfassbarer Hype um diese Bücher und war auch so ein Ding, dass ich auch so ein bisschen mitreden wollte vielleicht und dann, warum ich die Reihe dann aber jetzt wirklich beendet habe und nicht nach dem dritten, dann spätestens nach dem Mitte des dritten Buches dann aufgehört habe, war dann wirklich, dass Menschen zu mir gemeint haben, da kommen noch die Mega-Erkenntnisse und wenn ich nicht Verständnis habe für Hardin, dann habe ich die Reihe nicht verstanden. Und dann habe ich mir gedacht, na dann will ich es aber auch lesen, weil dann will ich es verstehen. Und ich verstehe es einfach immer noch nicht. Ja, das war mein Lesemonat. Das war der finale dritte Teil und ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß mit meinen Lesemonaten. Es gibt auch noch einen ersten und einen zweiten Teil. Wenn euch das gesplittet gefällt, also ich habe mich jetzt diesen Monat einfach mal ausprobiert, damit ich länger über die Bücher sprechen kann, ohne dass die Videos 3 Stunden gehen. Und ich fühle mich jetzt eigentlich so mit dem Format so ein bisschen wohler, dass ich immer alle paar Bücher mal ein Video drehe und dann wirklich mich dann auslasse. Und es sind immer alle Bücher in der Infobox verlinkt und auch mit Zeitangabe, dass man auch spulen kann, klicken kann zu den Büchern, die einen dann auch wirklich interessieren. Und ja, zeigt mir das dann gerne mit einem Daumen nach oben, wenn ich das dann für die folgenden Monate weiter so belassen soll. Ja, dafür fallen die einzelnen Rezensionen so ein bisschen weg, denke ich. Also für Herzensbücher wird es dann schon noch Rezensionen geben, aber ja, dann splitte ich lieber das und rede dann über die einzelnen Bücher dann so 5 bis 10 Minuten oder wie lange ich halt Bedarf habe. Und lass so alles raus. Und ich fühle mich so ganz wohl mit dem Format. Und man muss sich ja auch mal ausprobieren. Ist ja auch mein Channel. Aber wenn es gut ankommt, dann freue ich mich natürlich. Und jetzt werde ich mich mit meinem Buch ins Bett begeben. Ich bin nämlich sehr müde. Sehr, sehr müde. Und ja, lest ihr auch was Schönes. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!